krass, Mann. Hast du meins zurückgeschickt? Wir können was holen. Frau Steinert, Sie gesellen sich doch nicht endlich zu uns auf die dunkle Seite nach 12 Jahren Abstinenz. Ey! Keine Ahnung, wir haben noch nichts getrunken. Und Caro, du bist doch mit der Vespa da, oder? Ja, schon. Na gut. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Komm, let's go. Komm. Scheiße, Caro, ich weiß nicht. Das kann echt schief laufen. Und der Typ ist Entdeck-Creep. Deine Schwester war doch früher mit dem in der Klasse. Und die hat immer gesagt, dass der Insekten sammelt und so. Mein Gott, Ellie. Das ist ein Loser, der an der Tanke arbeitet. Was soll denn da schiefgehen? Außerdem sind wir extra hierher gefahren, weil du den Jungs versprochen hast, dass wir Alk mitbringen. Jetzt sei mal keine Pussy. Mann, wieso machst du es nicht? Ich habe gerade mein Abi geschafft. Ich habe echt keinen Bock, dass so ein Scheiß mir jetzt den ganzen Sommer versaut. Naja, und bei mir ist wurscht, oder wie? Alter, Caro. Es tut mir leid, dass du dein Abi verkackt hast und dass du noch ein Jahr länger in dem Café chillen musst. Aber mal ganz ehrlich, seitdem du es rausgefunden hast, benimmst du dich wie ein riesen Arschloch. Fick dich. Mach ich halt die Drecksarbeit. Simon und Luis, Baby! Ja, Simon und Luis waren im Team. Oh Gott, bitte tu mir nichts. Nimm, was du willst. Ich knall dich ab, Bitch! Alter! Ellie! Was geht bei dir? Ich glaube, dir geht's gut. Ich dachte schon, da ruft die Bullen oder vergewaltigt dich oder so. Fuck! Ellie! Selma und Luis, oder was? Ich muss dir leider sagen, dass er mir nur den Alk gezeigt hat, der noch nicht registriert ist, sodass wir den nehmen können. Das macht er wohl seit Jahren für Leute von unserer Schule. Oh mein Gott, ich habe einen unschuldigen Mann getötet. Mit der Banane, oder was? Du Dulli, der ist nur K.O. Hallo. Alles ist in Ordnung, ja? Niemand ist bewaffnet.